Also so richtig glauben kann man es letztendlich noch nicht. Es war auch beim Aufstieg jetzt in die Landesliga so. Wir haben da ja gezittert per WhatsApp. Und dann kam die erste Nachricht, ja, ihr seid aufgestiegen. Und die zweite Nachricht, dann habe ich noch 10-mal irgendwie Leute angerufen, weil wir wirklich nicht so einen Schalke haben wollten, dass wir da am Feiern sind. Und dann klappt es doch nicht oder sind wir doch nicht aufgestiegen. Und da kam es bei mir persönlich auch erst 2 Tage später, dass man wirklich sagen kann, ja, wir sind aufgestiegen in die Landesliga. Ja, und da muss man den Weg berücksichtigen, den wir tatsächlich hatten. Also wir haben, vor 4 Jahren habe ich angefangen und da waren wir, vor 4 Jahren haben wir angefangen und da waren wir in der Kreisliga unten, wirklich im, auf Platz 13. Warte mal, ich habe hier gerade Sekt in die Augen gekriegt, deswegen. Ja, ist natürlich bitter, wenn man so ein Finale denn verliert, zumal ich auch sage, dass oder denke, dass wir die bessere Mannschaft waren spielerisch. Aber wir haben eigentlich unsere Chancen teilweise grob fahrlässig liegen gelassen und Sternschanze hat das dann konsequent ihre Chancen genutzt und dementsprechend das Spiel dann gewonnen. Ja, ist natürlich eine wahnsinnig geile Saison gewesen. Also wir haben das so auch absolut nicht erwartet. Ein bisschen so mit reingegangen, gucken mal, was geht. Wir wussten wahrscheinlich, dass wir schon ein bisschen besser sind als die Mannschaften ganz unten drin. Ja, erst das Aufstiegswunder letzte Woche und jetzt hier eigentlich gegen eine Mannschaft gespielt, wo wir schon gedacht haben, dass die Spieler schon überlegen sind. Waren sie ja auch phasenweise, aber wir kommen einfach über die mannschaftliche Geschlossenheit. Und wir haben gekämpft und ich denke, das Ding auch nicht unverdient gewonnen. Also das ganze Spiel übergeführt und ja, Wahnsinnsgeschichte, Wahnsinnstruppe, Wahnsinnsleute dabei. Ja, einfach eine super Geschichte und ich denke, dass wir auch nächstes Jahr in der Landesliga da zwar immer nach unten gucken müssen, aber da durchaus nicht chancenlos sind. Ja, also erste Halbzeit. Erste Halbzeit hat Nino schon stark angefangen, hat einen direkten Pfostenschuss nach 5 Minuten. Wenn er reingeht, läuft das mit Sicherheit alles ein bisschen anders. Hatten wir ein bisschen Glück, bei Standards sind wir immer gefährlich, haben das Ding gemacht und haben dann sehr, sehr stark gespielt bis etwa Mitte erste Halbzeit. Und dann hat Nino, dann machen wir ein bisschen aus dem Nichts das 2-0 und dann hat Nino auf eine Chance nach der anderen, verkürzt auch. Gut, schafft's dann, lässt dann einfach Chance um Chance liegen. Leo Fenker, unser Torwart, überragend gehalten, jede 1-gegen-1-Situation für sich entschieden. Gut, und dann, wenn man die Dinger vorne nicht macht, alte Fußballerweisheit, dann haben wir noch einen draufzusetzen und da haben wir dann auch die Qualität, dass wir dann immer den Stoßpunkt dann auch setzen können und das hat sehr, sehr gut geklappt.